Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute hier mal irgendwie im Dunkeln. Ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel lesen. Wir fahren heute nach Holland. Was ist da am ersten Tag? Oh, ob jetzt das Licht wieder ausgegangen heute? Ah. Was wir da heute am ersten Tag von dem kleinen Roadtrip machen, das seht ihr heute im Video. Ja, ich weiß nicht, ob es im. Also, ob es jetzt. Mann, schon wieder das Licht ausgegangen. Telefondisplay sehen könnt. Ah ja, genau. Wir sind jetzt 7 Stunden, 4 Minuten unterwegs und 678 Kilometer. Also ich glaube, das letzte Mal bin ich so früh in der Ausbildung aufgestanden. Das ist absolut nicht mehr meine Zeit, Alter. Oh. Und Abfahrt. Das ganze Gefahr erspare ich euch jetzt. Das ist schon nervig genug. Dann sehen wir uns in Holland. Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, in der Einladung war heute Morgen irgendwas dabei. Ich hatte so Kopfabwehrmuskel gehabt, das war überhaupt nicht mehr feierlich. Erstmal kurz hier, ist der Martin. Piers. Wir sind nämlich, wo sind wir jetzt hier gerade? Wir sind in Überpalmberg, in the middle of nowhere. Genau, also hier ist quasi gar nichts. Richtig. Ende. Ende. Und ja. Wie weit sind wir von Holland hier weg? Wir können quasi hier hinter dem Baum rüberspucken zu den Holländern. Bei der Fahrt kann ich euch gleich auch noch ein paar Sachen zu der 125er erzählen, die ich bei mir zu Hause stehen hatte. Was da jetzt nur Phase war und wieso, weshalb, warum. Ich habe das relativ clean gehalten gehabt und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt los, hä? Ab geht's doch. So, jetzt sind wir am Auto und ich muss mir ja die Scheiße abgewöhnen hier mit den Händen immer. Das ist ganz komisch, also. Weil ja viele mal fragen, was nur mit dem 125er ist und wann es da nicht mal weitergeht. Da geht es gar nicht weiter. Ich habe auf dieses ganze Projekt keine Lust mehr. Ich habe meinem Anwalt die Mitteilung gegeben, dass wir das Ganze einstampfen, dort jetzt einen Strich drunter ziehen. Ich habe das Motorrad mit allen bekannten oder mit allen mir bekannten Mängeln, die ich beim Auseinander- und wieder Zusammenbauen gefunden habe, bei Kleinanzeigen drin gestellt, habe Verhandlungsbasis drin gemacht. Dann kam jemand, hat gesagt, er würde das geben. Und ich habe es im Endeffekt genau 1:1 für das Geld verkauft, was ich auch bezahlt habe. Ich habe gesagt, selbst wenn ich jetzt 500 Euro minus mache, dann ist das so. Aber es soll auf alle Fälle ehrlich weg, dass derjenige, der jetzt dieses Motorrad als nächstes bekommt oder hat, da auf alle Fälle weiß, woran er ist und dass da nicht wieder irgendwelche bösen Dinge zum Vorschein kommen. Die andere Partei, derjenige, der sie mir verkauft hat, der hat sich leider gar nicht gemeldet. Mein Anwalt hat zwei Schreiben bei demjenigen aufgesetzt gehabt, beziehungsweise zwei Fristen festgesetzt mit Mahnungen, weil man das halt immer so einhalten muss. Da kam keine Regung von dem. Fand ich halt auch ein bisschen schade, weil er gesagt hatte, wir finden da halt noch einen Weg. Aber ja, wie es halt immer so ist, wenn es um Geld geht, dann ist meistens immer alles egal. Und genau aus dem Grund, letzten Samstag Motorrad verkauft und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und deswegen haben wir so was Schickes in Holland gefunden. Das Ganze wird jetzt so eine Dreier-Videoreihe. Wir gehen morgen fahren und wir gehen Sonntag fahren. Engelberg plant zu bleiben. Hier rum jetzt, hä? Ja, hier geht's nach rechts, genau. Leicht also links abbiegen, um auf Engelberg und quasi immer rundherum fahren und dann können wir vor uns stehen direkt hinstellen. Hier links runter. Ich bin so aufgeregt, das tut da gar nicht. Alter, das könnte auch der Spielplatz von New Kids sein. Ja, das ist er. Alte Trackerhube, ja. Hey. Moin. Hey, hi, Anmittag. Gut, Mädels. Ja, gut. Hi. Dann. Hi. Guck dich mal bitte dieses Motorrad an. Zwei. ihr müsst euch einfach mal diesen Akzent geben. Ja, das ist nicht so ein Problem. Ja? Wenn jemand keinen Lärm macht, dann drinnen mijn buren niet zo leuk. Met mijn hond wordt heel gek. Ja, maar hij wil hem gewoon naar de warm laten lopen, dat hij zeker weet dat die warm ook fatsoenlijk rijdt. Ja, dat mag wel, dat doen we. Doe je achter maar doen. Je wordt heel gek. Dat ding is ook geil. Heb je nog een andere? What? Don't get lost. Guckt euch das Gesicht an. Oh. Der Junge fährt sogar sicher. Guckt euch das an. CE geprüft. Und er lacht immer noch. Er wird ihn noch warm ins Herz. Dann haben wir jetzt das Motorrad eingepackt. Und dann würde ich jetzt sagen, muss ich mir noch zu Hause ein bisschen angucken. Ich krieg das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht.
Dann ja, werden wir mal gucken, dass wir das morgen gleich mal eine Runde drehen. Gucken, wie das so läuft. Aber ich denke mal, es wird schon gut laufen. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns an Tag 2.